Ja, herzlich willkommen hier auf dem Friedhof Brunnstraße in Itzehoe. Wir befinden uns hier vor unserer neuen Grabanlage, der Baumgrabanlage Ringe, hier im Hintergrund von mir. Wir sind darauf gekommen, neue Grabarten zu entwickeln, weil wir im Moment, gerade jetzt in diesem Jahr 2020, ein Urnenbestattungsaufkommen von rund 75% haben und wir natürlich gerne die Beisetzung auch, gerade weil wir uns in einem Markt bewegen, gerne hier auf dem Friedhof Brunnstraße dann haben möchten. Ja, warum nun gerade Urnenbegräbnisstätten in dieser Formation? Wir wollten also gerne was anbieten für den Kunden, wo wir eine Grabart haben, in der wir also die Grabpflege beinhaltet wissen, wo wir einen Stein oder eine Stahlplatte, ein Grabblatt, wie wir es jetzt hier haben, zumindest auch mit anbieten können, alles in einem inkludierten Gebührenpreisverhältnis. Ja, statistische Erhebungen deuten darauf hin, dass wir bummelig 2034 aufgrund eines demografischen Wandels, die geburtenschwachen Jahrgänge werden dann einsetzen, werden wir also wie gesagt stabiles Beerdigungsaufkommen haben und dann wird es einen Knick geben und die Kurve wird da unten gehen. Und das wollen wir, wie gesagt, jetzt grundsätzlich bis 2034 noch möglichst viel von diesen Marktpotenzialen an uns binden, damit wir hier entsprechend im Gebührenaufkommen stabile Gebühren haben und den jetzt so hohen Bürgern günstige Gebührensätze zur Verfügung stellen können. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, 85 Gräber schwingen zu lassen, wo jeweils zwei Urnen beigesetzt werden dürfen. Auf 170 Urnen kommen, haben wir eine Bepflanzung im Angebot, die haben wir uns also überlegt mit den Kollegen, wie es denn so geschickterweise sein soll, mit winterharten Sachen und auch Sachen, die im Sommer nun schön sind. Ja, die Trauernden können wir eine Grabvase abstellen, und aber keine Schalen, Gestecke und Saisonbepflanzung. Ja, hier haben wir unsere zweite neue Anlage, das ist unsere Partnergrabanlage, wo wir sieben Steine aufgestellt haben und die Angehörigen zuständig sind für die Gravur in dem schwarzen Kreis. Hier sind wir auch wieder für die Pflanzung und die Pflege zuständig und es darf auch wieder nur eine Grabvase dort hingestellt werden.